Die Rede vom Kollegen Muchitsch ist schon selbstredend. Sie sind doch derjenige, der in jeder Zeitung irgendetwas Populistisches von sich gibt. Nur hierinnen tragen Sie alles mit. Und dann, ich erinnere Sie dran an Ihre Interviews bei diversen Veranstaltungen in diversen Medien, wo Sie dann immer schreien, ja, und das Lohn- und Sozialdumping-Gesetz, das wirkt alles nicht, das ist alles so schlecht. Ja, Sie tun was, Sie, genau. Sie gehen raus, versuchen den Leuten nach dem Mund zu reden und hier herinnen tragen Sie wieder alles mit. Und das ist die Tatsache. Herr Bundesminister, Sie haben vorher ja als sehr, naja, emotional kann man nicht sagen, es war eigentlich eine polemische Rede, die Sie hier von der Regierungsbank runtergelassen haben, wo Sie uns erklärt haben, was denn nicht alles geht, weil denn alles gegen das EU-Recht verstößt. Das mag sein. Aber wissen Sie, andere Länder, da trauen sich die Politiker halt auch einmal einen Vorstoß zu wagen gegen das hauchheilige Brüssel, ohne dass sie Angst haben, dass sie von Brüssel vielleicht nicht mehr gestreichelt werden und nicht mehr genommen werden. Von vorgestern berichtet die Basler Zeitung, England will Quote für Einwanderer einführen, auch für Einwanderer aus dem EU-Raum. Na bitte, wie geht denn das? Wenn es die Engländer können, wir können es nicht. Wir können es nicht, Herr Bundesminister, weil Sie es nicht wollen. So wie Sie vieles andere nicht wollen. Im Ausschuss haben wir auch den Antrag behandelt, Kassensturz beim AMS. Da haben Sie damals gesagt, oh, das brauchen wir alles nicht und die Zahlen finden Sie auf der Parlaments-Homepage und das ist alles ein Blödsinn. Also wie steht es denn jetzt mit Ihrer Transparenz? Auf der Parlaments-Homepage findet man also genau den Beschluss vom letzten Budget, ja. Aber wir hätten gerne mal monatlich gewusst, so ähnlich wie mit den Arbeitslosenzahlen, wie schaut es denn aus? Und alles ist in Ordnung und wir kommen aus mit dem Budget, mit dem AMS-Budget. Haben Sie übrigens auch in der Pressestunde vor wenigen Wochen gesagt, das AMS-Budget, alles in Ordnung. Es wird kleine Überschreitungen geben. Und was ist jetzt? Das AMS muss mit weniger Geld auskommen. Insgesamt 200 Millionen Euro, die Sie jetzt gekürzt haben, innerhalb der letzten Woche, also vor einer Woche im Ausschuss, haben Sie gesagt. Ja, wissen Sie, das ist schon in Ordnung. Ich weiß schon, hier herinnen macht man Ihnen jetzt die Mauer. Aber schauen Sie doch einmal. Als eine Kutzpe ersten Ranges hat heute Soziallandesrat Peter Reser, SPÖ, die angekündigte Kürzung des AMS-Budgets für das Burgenland bezeichnet. Hat wahrscheinlich auch die Unwahrheit gesagt, der Genosse aus dem Burgenland. Also offensichtlich sind Sie der Einzige, der die Wahrheit sagt. Wie schaut es aus mit den Kürzungen des AMS in Tirol, in Vorarlberg? Haben alle nur Geschichten erzählt. Offensichtlich. Also alle lügen, nur der Herr Bundesminister, der sagt die Wahrheit. Halte ich hier fest. So, und jetzt möchte ich noch auf meinen Antrag eingehen. Da geht es darum, dass Sie sich dafür einsetzen, dass es künftig mehr Kontrollen beim Donauinselfest gibt und daher weniger Schwarzarbeiter gibt. Sie werden diesen Antrag ablehnen, das haben Sie auch schon im Ausschuss getan. Und ich kann mich erinnern, die letzte Sozialdebatte, die wir hierinnen geführt haben, war im Juli, also noch vor dem Sommer. Das war genau jener Tag, als groß in den Medien verkündet worden ist, wie viele Scheinfirmen die Finanzpolizei, trotzdem sie sie übrigens finanziell aushungern lassen und personell aushungern lassen, aber das müssen wir beiseite lassen, wie viele Scheinfirmen die Finanzpolizei ausgehoben hat. Damals stand am selben Tag, als das die große Schlagzeile war, hatten wir den Antrag herinnen, Sie mögen sich bitte dafür einsetzen, dass Scheinfirmen da gar ausgemacht werden. Sie haben damals gesagt, oh, das funktioniert eh alles, wie Sie sehen, ist alles bestens, das braucht man nicht. So, jetzt haben wir heute den Antrag Donauinselfest. Jetzt sage ich Ihnen was. Ich habe eine Anfrage gestellt bei Großveranstaltungen in Wien, wie das dann mit den Kontrollen ausschaut. Im Donauinselfest wurde einmal im Jahr 2010 überprüft, dann wurde überprüft, jetzt heuer im Jahr 2014. 2010, 2 Kontrollen, 2 Anzeigen. Heuer 7 Kontrollen, 5 Anzeigen. Gut, jetzt könnte man sagen, na ja, das ist nichts, das haben Sie im Ausschuss gesagt. Mein Gott, bei 15.000 Arbeitnehmern ist relativ wurscht, ob da jetzt ein paar halt schwarz arbeiten. Das haben Sie so gesagt. Jetzt sage ich Ihnen was, es gibt aber auch andere Großveranstaltungen. Ich sage da zum Beispiel das Sommerkino am Rathausplatz. Da gibt wird seit dem Jahr 2009 bis 2013, haben wir hier die Zahlen, jedes Jahr kontrolliert. Und während die Zahl der Kontrollen hinaufgegangen ist, ist die Zahl der Personen ohne Abmeldung hinuntergegangen. Das heißt, die Kontrolle wirkt. Und jetzt erklären Sie mir, warum sind Sie denn so dagegen, dass dort kontrolliert wird? Weil dort Ihre Genossen angestellt sind? Oder warum? Erklären Sie uns das. Warum wollen Sie nicht, dass gegen Schwarzarbeit vorgegangen wird? Das müssen Sie mir echt erklären. Sie bleiben es hier schuldig. Und wenn Sie heute schon angekündigt haben, Ihr ach so tolles Lohn- und Sozialdumping-Gesetz. Es war das Beste und es war die richtige Entscheidung, dem nicht zuzustimmen, weil
weil es zahnlos ist. Denn es ist zahnlos, sonst müssten Sie ja nicht schon wieder eine Reparatur machen. Jetzt und jetzt sagen, künden Sie an, die großen Verschärfungen, oho, das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld wird auch noch kontrolliert. Ja, ist schön. Wie schaut es aus bei den Sozialversicherungsanmeldungen? Kommen die jetzt rein oder nicht? Wir werden uns das sehr genau anschauen. Also ich sage Ihnen, wir stehen nicht zur Verfügung für irgendwelche Placebo-Gesetze. Das macht keinen Sinn. Entweder gehen Sie es ernst an und entweder schauen Sie auch darauf, dass jene, die sich absichtlich, die in krimineller Absicht Geld bezahlen, damit sie bei einer Scheinfirma angemeldet werden, um später dann Sozialmissbrauch betreiben zu können, auch einmal eine Strafe bekommen. Oder Sie lassen es bleiben. Sie machen wieder Ihre Placebo-Gesetze, stellen sich hin und sagen, ich bin ach so toll. Da werden wir nicht mitspielen. Dagmar Belakovic, jene Wein von der FPÖ, kritisiert, dass das Arbeitsmarktservice mit weniger Geld auskommen müsse. Und sie fordert in ihrem Antrag mehr Kontrollen beim Wiener Donauinselfest.